Heute für euch der wahre Weg, wie dunkle Zauberer wie Lord Voldemort die Dementoren kontrollieren. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir über dunkle Zauberer und Dementoren sprechen und darüber, wie diese beiden Gruppen miteinander interagieren. Genauer gesagt werde ich darauf eingehen, wie dunkle Zauberer wie Lord Voldemort in der Vergangenheit scheinbar in der Lage waren, die als Dementoren bekannten dunklen Nichtwesen zu kontrollieren. Um die Dementoren besser behandeln zu können, ist es allerdings wichtig, zunächst ein klares Verständnis davon zu haben, was Dementoren eigentlich sind und wie sie sich verhalten. Dementoren sind tödliche Nichtwesen mit dunkelgrauer, gruseliger Haut. Sie sind getarnt und können bis zu 3 Meter groß werden, was sie besonders einschüchternd macht. Sie stehen für alles, was unglücklich macht und Verzweiflung, was sie zu den perfekten Wächtern für die Inselfestung Azkaban macht. Dem Gefängnis, in das alle finsteren Hexen und Zauberer geschickt werden, um für ihre Verbrechen zu büßen. Das ursprüngliche Konzept für die Dementoren wurde von J.K. Rowling entwickelt, um die Depressionen auszudrücken. Als jemand, der selbst unter Depressionen gelitten hat, wollte Rowling ein Wesen erschaffen, das alle negativen Aspekte der Depression verkörpert. In einem Interview wurde Rowling gebeten, zu beschreiben, wie sich Depressionen anfühlen. Sie sagte folgendes: "Es ist dieses Fehlen der Möglichkeit, sich vorzustellen, dass man jemals wieder fröhlich sein wird. Das Fehlen von Hoffnung. Dieses sehr abgestumpfte Gefühl, das sich so sehr von dem Gefühl der Traurigkeit unterscheidet. Traurigkeit tut weh, aber es ist ein gesundes Gefühl. Es ist ein notwendiges Gefühl. Depression ist etwas ganz anderes." Und das fasst im Grunde genommen zusammen, was es heißt, in der Gegenwart eines Dementors zu sein. Sie sind wie lebende Objekte, die Depressionen verkörpern. Sie verkörpern die Verzweiflung. Der folgende Auszug von Harrys Begegnung mit Dementoren im Gefangenen von Azkaban unterstreicht diese Definition. Eine intensive Kälte überkam sie alle. Harry spürte, wie sein eigener Atem in seiner Brust stockte. Die Kälte ging tiefer als seine Haut. Sie war in seiner Brust. Sie war in seinem Herzen selbst. Harrys Augen rollten in seinen Kopf. Er konnte nichts mehr sehen. Er ertrank in der Kälte. Da rauschte es in seinen Ohren, als ob es Wasser wäre. Er wurde nach unten gezogen, das Rauschen immer lauter, und dann hörte er von weitem Schreie, schreckliche, verängstigte, flehende Schreie. Er wollte demjenigen helfen, der es war. Er versuchte, seine Arme zu bewegen, aber er konnte nicht. Ein dichter, weißer Nebel wirbelte um ihn herum, in ihm. Okay, jetzt hast du wahrscheinlich eine gute Vorstellung davon, was Dementoren sind, aber die Frage bleibt: Wie können dunkle Zauberer wie Lord Voldemort sie eigentlich kontrollieren? Sie klingen nicht gerade nach Kreaturen, die man kontrollieren könnte, aber sowohl das Zaubereiministerium als auch die dunklen Mächte haben die Dementoren irgendwann einmal kontrolliert. Wie sich herausstellt, haben die Dementoren lange Zeit dem Zaubereiministerium gedient. Das Zaubereiministerium engagierte Dementoren erstmals 1718, als der neue Zaubereiminister Damocles Rowell gewählt wurde. Rowell sah in den Dementoren einen potenziellen Vorteil. Anstatt zu versuchen, sie loszuwerden, dachte er, dass er ihre Fähigkeiten in Azkaban nutzen könnte, um die bösen Gefangenen in Schach zu halten. Da er wusste, dass das Gefängnis Wachen brauchte, war Rowell der Meinung, dass er durch den Einsatz von existierenden Nichtwesen wie Dementoren das Leben der Hexen und Zauberer nicht gefährden würde. Die Zauberer protestierten zunächst gegen den Einsatz von Dementoren, wegen der Schrecklichkeit und der Abscheulichkeit, die es mit sich bringt. Aber aufgrund der fast 0%igen Ausbruchsrate in Azkaban hat man schließlich beschlossen, die Dementoren als Wächter in Azkaban zu lassen. Die Dementoren waren also die perfekten Wächter, jedenfalls wenn man nur auf die Ausbruchsrate Wert legt. Meiner Meinung nach ist das eine der größten Abscheulichkeiten, denn die Gefangenen wurden regelrecht von den Dementoren aufgefressen und in Depressionen getrieben, ebenfalls Unschuldige wie zum Beispiel Sirius Black. Aber warum sollten die Dementoren dem Zaubereiministerium dienen? Warum sollten dunkle, komplett gruselige und mächtige Wesen dem Ministerium in irgendeiner Art Folge leisten? Dafür gibt es ein paar Gründe. Der Hauptgrund war, dass das Ministerium den Dementoren erlaubte, sich von den Gefühlen der Gefangenen innerhalb von Azkabans Mauern zu ernähren. Dies war eines der Hauptprobleme beim Einsatz der Dementoren in Azkaban. Es gibt, wie ich schon sagte, echt schlimme Zustände dort und sicherlich einige ethische Fragen zu berücksichtigen. Das Einzige, was die Dementoren wollen, ist sich zu ernähren. Es ist also logisch, dass sie, wenn man ihnen Seelen und die für sie gute Nahrung bietet, sie einem folgen. Sie ergriffen also die Gelegenheit und nutzten dies, um sich zu ernähren.
Dies war eine Win-Win-Situation für alle, denn es diente auch als zusätzliche Abschreckung für dunkle Zauberer. Sie durften nicht gegen das Gesetz verstoßen, sonst würden sie in Azkaban bei den Dementoren landen. Das wollte natürlich keiner. Meiner Meinung nach würden böse Hexen und Zauberer wahrscheinlich eher nicht gegen Gesetze verstoßen, als sich mit Dementoren auseinandersetzen zu müssen. Aber wie schon gesagt, ist es wirklich meiner Meinung nach ethisch nicht korrekt, diese Sache so anzugehen. Der nächste und weniger wichtigere Grund dafür, dass die Dementoren den Befehlen des Ministeriums folgten, war einfach die Tatsache, dass das Ministerium durch den Patronus-Zauber eine gewisse Kontrolle über sie ausübte. Wir sehen Umbridge, wie sie den Patronus einsetzt, um die Dementoren in Kapitel 13 der Heiligtümer des Todes zu kontrollieren. Am Fuße des Bahnsteigs schlich eine silberglänzende langhaarige Katze auf und ab, und Harry erkannte, dass sie dazu da war, die Staatsanwälte vor der Verzweiflung zu schützen, die von den Dementoren ausging. Das sollte die Angeklagten spüren, nicht die Ankläger. Ein Patronuszauber wird erzeugt, wenn eine Hexe oder ein Zauberer den Zauberspruch Expecto Patronum spricht. Es gibt zwei Arten von Patronuszaubern, körperliche und unkörperliche, und die Art, die die Hexe oder der Zauberer spricht, hängt von seiner Erfahrung bzw. seinen Vorlieben oder Talenten ab. Die einfachere Form des Zaubers ist der unkörperliche Patronus, der keine tierische Form annimmt und einfach einen weißen Dampf oder Rauch ausstrahlt. Und die fortgeschrittenere Form des Zaubers ist die Beschwörung eines körperlichen Patronus. Der Zweck eines Patronus ist fast ausschließlich die Abwehr von Dementoren, und seine Verwendung reicht viele Jahrhunderte zurück. Der Grund, warum der Patronuszauber so wirksam gegen Dementoren ist, ist, weil er im Grunde alles repräsentiert, was Dementoren verabscheuen. Licht, Glück und Reinheit. Außer dem Patronuszauber gibt es keinen wirklichen Grund, warum die Dementoren Anweisungen des Ministeriums befolgen würden, obwohl ich den Eindruck habe, dass wenn die Dementoren das Ministerium übernehmen wollten, könnten sie es möglicherweise tun, zumindest für eine Weile, da nicht jede Hexe oder jeder Zauberer tatsächlich in der Lage ist, ein Patronus zu zaubern. Du fragst dich jetzt vielleicht, wenn das Ministerium die Dementoren mit dem Patronuszauber kontrolliert, wie können dann die dunklen Zauberer sie kontrollieren? Die meisten dunklen Zauberer sind einfach nicht in der Lage, einen Patronuszauber zu zaubern, und das liegt daran, dass man dafür glückliche Erinnerungen braucht. Außerdem ist das ein gefährliches Gebiet für dunkle Zauberer, denn für dunkle Zauberer hat die Anwendung des Patronuszaubers schlimme Folgen. Es bestraft diejenigen, die nicht würdig sind, ihn auszusprechen und zu benutzen. Es schießen Maden aus dem Zauberstab und verschlingen den Zauberer im Ganzen. Es gibt natürlich Ausnahmen, wie Dolores Umbridge, die ein Patronus zaubern kann, aber die meisten können es nicht. Wie haben die dunklen Zauberer sie also in der Vergangenheit kontrolliert? Wie aus dem folgenden Zitat von Dumbledore hervorgeht, haben die Todesser einfach mehr zu bieten als das Ministerium. Wir anderen schlafen weniger ruhig in unseren Betten, Cornelius, weil wir wissen, dass du Lord Voldemorts gefährlichste Anhänger in die Obhut von Kreaturen gegeben hast, die sich ihm sofort anschließen werden, sobald er sie darum bittet, sagte Dumbledore. Sie werden dir nicht treu bleiben, Fudge. Voldemort kann ihnen viel mehr Spielraum für ihre Kräfte und Vergnügen bieten, als du es je können wirst. Mit den Dementoren im Rücken und seinen alten Anhängern, die zu ihm zurückgekehrt sind, wirst du schwerlich verhindern, dass er wieder die Macht erlangt, die er vor 13 Jahren hatte. Wenn wir die Opfergaben der beiden Seiten im Kontext einer Mahlzeit betrachten, dann bietet das Ministerium den Dementoren die Seelen von verdorbenen, dunklen Hexen und Zauberern an, die wahrscheinlich nicht mehr viel für sie übrig haben. Es ist nicht mehr viel gute Seele übrig zum Auffressen für die Dementoren. Also eine schlechte Mahlzeit. Die Gefangenen von Azkaban sind aus einem bestimmten Grund dort. Sie haben Gräueltaten begangen und in ihrem Leben Opfer gebracht, die auf Kosten ihrer Seelen gingen. Einige führen daher ein verfluchtes Dasein. Für eine dunkle Kreatur, die sich von Dunkelheit und Verzweiflung ernährt, ist die Seele einer normalen Hexe oder eines Zauberers viel mehr wert. Das Ministerium erlaubt ihnen, sich von Gefangenen zu ernähren. Voldemort bietet ihnen freie Hand, sich von der gesamten zaubernden Bevölkerung zu ernähren. Außerdem gedeihen Dementoren in einem Umfeld von Dunkelheit und Verzweiflung.
Todesser und dunkle Zauberer können den Dementoren also einfach mehr bieten als das Ministerium. Also ist es nur logisch für die Dementoren, die Seite zu wechseln, je nachdem, wer gerade an der Macht ist oder sein wird. Obwohl ich sagen muss, dass ich mich frage, ob der Überfluss an Dunkelheit, den Voldemorts Regime bietet, nicht irgendwann auf sie zurückfällt. Dementoren vermehren sich unter Bedingungen der Verzweiflung und Dunkelheit, und in der Umgebung von Voldemort würde ihre Anzahl in die Höhe schellen. Angesichts der Tatsache, dass dunkle Hexen und Zauberer mehr oder weniger wehrlos gegenüber Dementoren sind, keine Patronus-Zauber, befinden sie sich wirklich dann in der Machtposition oder sind die Dementoren irgendwann an der Macht? Und das war's mit diesem Video. Ich hoffe, ihr habt dieses Video genossen und etwas Neues gelernt. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine neuen Videos zu verpassen. Denkt ihr, es gibt noch andere Gründe, warum die Dementoren den dunklen Zauberern folgen? Schreibt mir gerne eure Meinung zu dem Thema in die Kommentare und lasst uns darüber diskutieren. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.